Was läuft, Bruder? Wie geht's? Wie geht's? Das wäre auch meine Frage gewesen, aber eigentlich fange ich ja die Folge mal an mit Privet und willkommen zurück bei Stalker. Halt die Fresse, wie ist die Lage? Deine Mutter ist die Lage. So, ich will ganz gucken, ob die hier irgendwie noch krass auftreten. Meine Informationen könnten nützlich für dich sein, Stalker. Komm her, für Leute wie dich habe ich immer was Interessantes. Was hast du? Auftrag hast du auch nicht? Okay, was hast du denn für Informationen? Ich habe Informationen. Jantasee. Nee, danke. Ist irgendwas anderes noch? Nö. Gut, bis dann. So, dann wird. Was geht ab? Wird. Nun, Zeichner. Da, jetzt müssen wir uns noch eine Schwester. Ja, genau. Ja, das möchte ich bitte machen. Da. Okay, Gezeichneter. Du hast den schützenden Prototypen. Du solltest also vor den Emissionen geschützt sein. Ich habe die Koordinaten des Bunkers. Denk daran, dass der Prototyp dich nicht ewig schützen wird. Du musst den Bunker also so schnell wie möglich erreichen und den Brenner deaktivieren. Ich weiß nicht, was dann passieren wird, aber ich bin mir sicher, dass es das wert sein wird. Mit Sicherheit wissen wir nur, dass die Straße ins Zentrum der Zone offen sein wird. Dabei. Du musst nur in den Bunker unter den Antennen eindringen und sie deaktivieren. Bist du dabei? Sicher. Ah ja, noch eine Sache. Ach, jetzt kommt das Kleingedruckte, pass auf. Der Anführer der Wächter, ich habe ihn auf der Karte eingezeichnet, braucht einen Freiwilligen, um eine Art Auftrag bei den Lagerhäusern des Militärs auszuführen. Wenn du Interesse hast, kannst du mal vorbeischauen. Ich spreche mit den Wachen, damit sie dich reinlassen. Irgendwie noch was? Ne. Gut, hast du jetzt noch was derbes Neues? Nö. Geht das an, ne? Aber 72.000. Aber. Ich würde es tatsächlich nochmal riskieren, mit der Waffe nochmal loszuziehen. Weil, wer weiß, vielleicht finde ich einfach eine neue. Ich meine, ich habe die Kohle. Ah. Das ist wie mit Donkey Kong gerade. Ich habe mit Donkey Kong Country 3 nahezu Neuzustand gekauft. Aber ich habe 3 Tage lang überlegt, ob ich das machen will. Weil das für... Also es ist dafür... Für den Zustand war es recht günstig, aber es ist trotzdem noch viel Geld. Und genauso fühle ich mich gerade. Muss das sein? Muss das jetzt sein, habe ich gedacht. Und 3 Tage lang habe ich gesagt, nein, es muss nicht sein. Und dann kam Donkey Kong Country 1 und 2 nochmal in fast neuen Zustand an. Und dann habe ich gemerkt, doch, der dritte Teil muss jetzt auch sein. Sammeln ist scheiße. Aber hey, dafür habe ich jetzt hier ein schönes Regal. Ne? Warte mal. Wir wollen doch erstmal, genau, wir wollen erstmal zu den Wächtern. Das hatte ich nämlich auch gelesen. Ich habe ja jetzt mehrfach versucht, da reinzukommen, wurde dann ja abgeknallt. Jetzt dürften wir durchgehen können und müssten einen Auftrag bekommen können werden. Halt! Fremde haben keinen Zutritt zu diesem Bereich. Digga, der Wirt hat gesagt... Der Wirt hat mir erzählt, dass euer Anführer eine Art Auftrag für mich hat. Ja, er hat uns von dir erzählt. Aber bevor wir dich reinlassen, erkläre ich dir kurz unsere Regeln. Hör zu, sie sind ganz einfach. Erste Regel, auf unserem Territorium... In unserem Terrarium ist das Schießen verboten. Wenn du diese Regel 2-mal brichst, eröffnet unsere Patrouille das Feuer auf dich. Selbst wenn du abhaust, werden unsere Wachen dafür sorgen, dass du unser Terrarium nie wieder betrittst. Wenn du dich ruhig verhältst, gewährst du keine Probleme. Da hast du einfach keine Probleme. Haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht mehr rein. Verstanden, ist das alles? Ja, das reicht. Du kannst durch. Okay. Das ist... Oh, willst du einen Red Bull, Alter? Hab ich nicht mehr. Ah, schade. Naja, bis dann. Zweimal darf ich nur schießen. Das heißt, ich erschieße den Anführer und hau ab. Und komme völlig ohne Probleme nach Hause. Ich will auch so einen damn Exosuit haben. Was stehst du da rum? Beweg dich. Wenn du dich für dieselbe Sache interessierst, auf die mich in den letzten 2 Tagen jeder angesprochen hat, sage ich nur, nimm ein Bad. Wenn ich etwas wüsste, hätte ich es erzählt, denn es hat mir niemand verboten. Aber ich weiß nichts, gar nichts.
Was haben die Wissenschaftler gefunden? Wo sind unsere Anführer hin? Was habe ich mit dem ganzen Scheiß zu tun? Wenn es nach mir geht, sind die im Urlaub und müssen keine blöden Fragen beantworten. Ja, Fett, du hast einen dicken Wodka, kannst du keepen, Digga. Ui, jetzt geht's wieder in den Keller. Hoffentlich sind das keine Österreicher. Na, was geht ab? Hallo Stalker, willst du dich den Wächtern anschließen? Wir brauchen gute Kämpfer. Ich habe mich gerade erst angeschlossen. Schau dir die tolle Uniform an, die sie mir gegeben haben. Das kriegt die Uniform. Tja, ich bin nicht wirklich auf dem Laufenden. Nee, merkt man, Alter. Kannst du halten, wie du willst. Ich gehe da jetzt rein. Oh, noch einer. Die haben hier keine... Hätten die jetzt hier keine Lampen an den Wänden, hätte ich gesagt, die haben keine Lampen an den Wänden, sondern Typen, die einfach mit einem Stirnband durch die Gegend rennen. Ach, guck mal, die haben sie auch eine tolle Uniform gegeben. Wenn ich denselben Satz auch labern muss, dann will ich da bitte nicht mit teilhaben. Bitte nicht, bitte, teilhaben, bitte. Entschuldigung, hallo Stalker, willst du dich... Fick dich doch! Ach, guck mal, ihr habt dieselben wie die Freiheit. Zufall? Was liegst du hier so rum? Oh, oh, oh. Wie heißt du? Guck mal, er baut sich auf. Hans Wurst heißt er. Fjodor Hans Wurst. Edik Reisender. Hallo Bruder. Hi. Warum bist du hier? Bruder finde ich noch schlimmer als Freunde, wenn man nicht verwandt ist. Wovalanger. Schön. Du bist also der Obermufti, oder was? Du bist Voronin. Ich höre zu. Wie, du hörst zu? Ich denke, du hast einen Auftrag für mich. Der Wirt hat mir gesagt, dass du einen Auftrag für den, bei den Lagerhäusern des Militärs für mich hast. Müssen wir dann wieder da runter, oder was? Ich möchte, dass du mir einen persönlichen Gefallen tust. Ja, bitte? Wir stecken mitten im Streit mit der Freiheits... Und brauchen ein paar stärkere Waffen als die, die wir haben. Freiheit besitzt hervorragende Bulldog-6-Granatwerfer. Oh, weia. Wenn du in ihr Terrarium eindringst, meine ich, und mindestens eine davon stiehlst, dann werde ich dich großzügig belohnen. Da du nicht zu unserer Fraktion gehörst, kannst du schnell dir Vertrauen gewinnen und mit etwas Glück einen von den Granatwerfern abgreifen. Ja, fuck, Alter. Die Sache mit dem Vertrauen ist die... Also, und weiter? Ich lade die Position der Freiheitsbasis für dich hoch. Zunächst musst du den Koch finden, ein Mitglied der Freiheit. Er weiß, wo die Bulldog 6 aufbewahrt werden. Er trinkt sehr gerne. Vergiss das nicht und bring ihm viel Wodka mit. Und nimmst du den Job an? In Ordnung, ich würde versuchen, eine Bulldog 6 zu stehlen. So eine Kacke, ich hatte doch sogar schon mal eine. Ach, und noch was, schon wieder Kleingedrucktes. Alter, immer wenn ich den Auftrag annehme, kommt ihr mit dem Kleingedruckten. Oberst Schädel und seine Jungs haben meine Befehle missachtet und beschlossen, die Freiheitsbasis ohne Genehmigung anzugreifen. Oh, scheiße! Nun, jetzt können sie ernten, was sie gesät haben. Diese selbstmörderischen Idioten. Lass dich nicht in ihre Kämpfe verwickeln. Versuche einfach nur, die Bulldog 6 zu bekommen. Sonst nichts. Verdammte Kacke! Mama, du hast gesagt, das ist nicht so schlimm! Oh, Mann! Er hat sie mich wieder angelogen. Ich brauche einen Auftrag. Hast du was? Ne, will ich alles nicht haben. Ja, scheiße, ich brauch da nicht mehr im Wodka antanzen. Der ballert mich ja direkt über den Haufen. Ich nehme ihn trotzdem mit. Bis dann. Das ist ja mega ärgerlich auch. Was bist du? Taub? Was ja, das hier? Bin ich tatsächlich. Also fast. Ich weiß nicht, habe ich das mal erzählt? Wahrscheinlich auch nicht in diesem Let's Play. Hallo Bruder, warum bist du hier? Was bist du? Taub? Was machst du hier? Das ist nicht witzig, hör auf damit. Hallo Bruder. Ich war neulich beim Ohrenarzt und der hat gesagt, ich soll mir Hörgeräte. Alles Gute, ja, danke, Hans Bus. Ich soll mir Hörgeräte machen lassen, zumindest testweise schon mal. Damit ich mich schon mal dran gewöhnen kann. Super, ne? Also, und dann kommt er hier mit: Bist du taub? Ja, danke, Arschloch. Was bist du? Dumm? Ich kann mir wenigstens Hörgeräte machen lassen. Was kannst du? Gar nichts kannst du. Hier noch einen. Der vorne hatte noch einen, ne? Wo ist eigentlich die Musik und das alles hin? Du hattest noch einen Wodka, ne? Von hinten, Alter! Bams, handeln, weg, tschüss! So, also, wo war denn das? Das war... Hier, ne? Ne. Ne, hier war das nicht. Hier war das. Wächterbauernhof, genau. Und hier ist das Lager der Freiheit. Schließt euch den
Ja, ärgerlich. Ich weiß gar nicht, die Freiheitsfolge, doch die kam, die war... Wann kam die denn online? Vor ein paar Tagen jetzt. Also davon abgesehen, dass sowieso die Aufrufzahlen im Moment ein bisschen runtergehen, was glaube ich mit einigen Dingen zu tun hat. Zum Beispiel, dass ihr beschäftigt seid. davon abgesehen kam noch kein Kommentar irgendwie von wegen, wieso hast du die Freiheit angegriffen, du Mo. Aber ich rechne fest damit, dass dieser Kommentar noch kommen wird. Und jetzt weiß ich, was du damit dann gemeint hast. Und fühle mich nicht angegriffen, sondern würde mich selbst als ein bisschen ein Mo bezeichnen. Ein bisschen ein Otto. Ich war ja sehr lange Zeit sehr großer Otto-Fan, ne? Otto Walkes. Vielleicht kennt ihn noch einer von euch. Den Komiker. Eigentlich der Komiker in Deutschland, zumindest... Scheiße, jetzt habe ich hier überall den Wodka gekauft, jetzt liegt der hier so rum, wa? Noch einer, ich werd bekloppt. Ich finde ihn auch immer noch gut, den Otto. Aber das Ding ist einfach, der macht ja seit 20, noch länger, seit 40 Jahren wahrscheinlich mittlerweile schon, dieselben Gags. Und irgendwann hast du sie halt alle gehört. Pass auf, wenn dir dein Hirn wichtig ist, dann geh nicht weiter nach Norden. Ich will dich gleich warnen, Stalker. Die Blutsauger haben längst ein Nest im Dorf. Vielleicht noch Schlimmeres. Also pass auf. Du hast ein Fernglas. Das kannst du bitte behalten. Danke. Wo wollte ich eigentlich hinaus? Genau, Otto. Ja, und aber ich konnte mal die ganzen Gags... Also zum einen wiederholt er sie halt ständig alle so. Und zum anderen konnte ich sie aber... Ich konnte sie halt irgendwann echt auswendig. Und dieses Café ist fertig, was ich ab und zu mal singe. Ist halt auch von Otto. Ich würde es jetzt vormachen, aber eigentlich auch wiederum nicht. wer, ich glaube, Seven Days to Die regelmäßig guckt, wird es schon mal gehört haben. Wie ich hier ständig auf, wie so ein scheiß Profi, ne? Ständig verweise auf andere Projekte. Furchtbar. Furchtbar. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte mit Otto. So ein bisschen ein Otto. Ja, aber warum? Und dann? Keine Ahnung. Furchtbar sowas. Also schon wieder alles furchtbar. Ist halt alles furchtbar hier. Hä, warte mal. Wo soll ich jetzt? Hä? Ich hab den aber noch nicht. Zurückkehren und Belohnung kassieren? Habe ich eine Quest abgeschlossen? Haha, ja, fuck. Okay. Oh, noch 17 Stunden übrig. Na gut, das könnten wir aber schaffen. Das heißt, die Freiheitsbasis ist jetzt quasi leer, oder was? Also noch immer leer. Ich meine, ich habe sie ja fast im Alleingang. Und mit nur vielleicht 10 Mal laden. Wahrscheinlich noch öfter. Oh oh. Gesäubert. Hat er nicht mitgekriegt. Sehr clevere KI auch wieder. VI auch wieder. Oh nein, jetzt geht der Alarm wieder los. Okay, aber sie ist nicht leer. Gut. Ich werde versuchen, häufiger zu speichern, ohne mich festzuspeichern natürlich. Sie ist schon noch, entweder habe ich sehr viel Glück oder sie ist schon noch sehr genau, die Waffe. Ich tendiere zum Ersteren. Ach guck mal, aber so, so voll kann die auch nicht sein. Aber 7 Stück, wo sind die denn hier? Wo sind denn hier? Da ist einer. Bulldogs finden. Oh, Kacke. Jetzt geht's nämlich. Jetzt ist kurz vor vorbei. Ich meine, es ist zum einen irgendwie ganz witzig. Oh, also relativ witzig, dass die hier wirklich einfach rumliegen bleiben.
Zum anderen ist es auch hart absurd, dass jetzt in dieser Basis, wo anscheinend wieder ein bisschen Betrieb ist, immer noch die Leichen ihrer Kameraden rumliegen. Aber was willst du machen? So ist das. Oh. Ah ne, ich hab nur noch Dornen, ne? Blitze. Aber dann kann ich ihn verkaufen. Leute, ich komme jetzt rein. Alter, die sind alle noch in Schockstarre. Wo ist denn euer Koch? Lebt der vielleicht noch? Vielleicht kann ich ihn ja trotzdem noch anquatschen. Ging das vorher auch schon? Du musst immer weg, bitte. Einmal weg, bitte. Oh, guck dir das an. Oh, hier liegen überall die Waffen. Wenn hier keine Bulldog drinnen liegt, weiß ich auch nicht. Tür abgeschlossen. Okay. Scheiße, jetzt sammle ich hier die Munition ein, oder was? Guck mal, da sind schon mal die Granaten. Fuck, was? Granate. Das sind nur die Granaten. Strahlenschutzmittel, Verbände. Kugeln. Sind das die Kugeln, die ich brauche? Ja. Dann müssen wir die alle mitnehmen. Nutzt nix. Durch die verschlossene Tür. Noch eine Granate. X, wo ist es? Da. Ha, okay, wie sind wir gewichtsmäßig? Ganz schön kacke, wenn ich jetzt... Warte, das war ganz schön laut. Wenn ich jetzt noch die scheiß Bulldog finde, wenn ich sie denn finde, wahrscheinlich werde ich sie nicht finden, weil es ja einen Grund gibt, warum man den Typen da bestechen soll mit Wodka, damit er einem sagt, wo das Zeug ist. Oder er hat sie bei sich. Das wäre krass, wenn der Koch sie bei sich hätte. Oh. Chucky! Du der Koch? Steht da leider nicht, ne? Prinz? Heißt du Prinz? Oh Gott, ey, wie so ein Wahnsinniger rennt er hier durch die Basis, ballert alles über den Haufen, freut sich über Leichen. Was ist denn los mit ihm? Nun, er spielt Videospiele. Er ist nicht ganz dicht. Ja. War das Loch hier schon immer? Weiß man nicht. Okay, aber die Basis ist ja noch größer als dieses Gebäude und dieses Gebäude. Wir haben ja jetzt noch einiges zum Durchstöbern. Ich würde tatsächlich da hinten in dieses Lager zuerst gehen. Ja, was ist das? Was sind das? Baracken? Keine Ahnung. Da. Wo sind sie, die Jungs? Da. Sitzen sie am Feuer, nichts Böses ahnt. Horushu, brau! What? Ach ja, ich habe den scheiß Schutzanzug nur an. Der ist gegen Kugeln jetzt nicht das Beste. Entschuldigung, ist hier irgendwo ein Koch anwesend? Ich hätte hier drei Flaschen Wodka abzugeben. Irgendwas mit Räuber. Kann ich überhaupt nicht lesen. Was? Lamming? Keine Ahnung. Was? Schubser? Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Nochmal zur Erklärung, falls irgendjemand jetzt hier einschaltet und ich raff, warum ich das nicht lesen kann. Bei mir steht da hier die Aufnahmeframes und sowas steht da drüber, weil Lehrer irgendwas. Oh, guck mal hier, meine Kollegen noch. Ihr hättet gar nicht angreifen dürfen, das habt ihr mir nicht gesagt. Toll, ey.
Ich hätte diese Quest so angenehm abschließen können. Ich hätte nur den Koch finden müssen, aber nö. Ich Spinner muss natürlich hier den Hart markieren und die Freiheit ausrotten. Mann, ey. Okay, gehen wir da mal rein. Oh, was? Bist du der Koch? Du siehst aus wie ein Koch. Koch. Das glaubt mir doch jetzt wieder keiner. Junge, ich habe hier Wodka für dich. So, wie sieht's aus? Wo sind die Bulldogs? Hä? Wo? Alter, was ein Zufall. Du siehst aus wie ein Koch. Und dann isst er das. Okay, also hier ist der Koch. Das bedeutet aber nicht, dass die Waffen auch hier sein müssen. Wie ich schon wieder mit der Munition rumase, aber gut. Über 700 Schuss, jetzt kann ich das ruhig mal wieder machen. Wo hast du den Granatwerfer versteckt, Jochen? Jochen, wo ist denn der Granatwerfer? Hohohohoho. So eine Scheiße, hätte ich den, den ich damals im Dorf gefunden habe, den habe ich abgegeben, glaube ich, ne? Das wieder nicht auf. Mach die Tür auf. Soll ich die ganzen Konservendosen. Was? Obokack? Was ist das denn? Ist das hier Obokack? Touristenfreude. Habe ich Obokack jetzt eingesammelt? Oh, ich bin zu schwer. Ist das die Obokack? Obokan. Wie habe ich denn da Obokack gelesen? Was ist denn das? Ist das nicht einfach nur eine AK? Die Waffe von Eliteeinheiten der russischen Armee. Sie wurde entwickelt, um den AKM, um das AKM 74-2 abzulösen. Sowohl der interne Mechanismus als auch der Lauf und Laufhülse des russischen Munition. Okay, kannst du bitte fallen lassen? Sind jetzt schon zu schwer. Das ist aber kein Granatwerfer, mein Freund. Ich brauche eine Bulldog 6. Nutzt alles nix. Und ich würde fast behaupten, ich muss aufs Dach. Oder zumindest würde ich gerne aufs Dach. Ich würde den gerne aufs Dach steigen. Ich spreche ja jetzt eigentlich auch nichts mehr gegen, ne? Ich habe es ja ausgerottet. Ist okay. Ist das Feuerwäsche? Ja. Hier. Da, das könnte gehen. Das. Das kann gehen. Der kann gehen. Kumpel von mir hat sich, das ist mittlerweile auch schon, boah, ist das lange her, bestimmt schon 8 Jahre her oder was, hat sich irgendwann mal, also wir haben früher sehr viel gefeiert und getrunken und alles, muss man zur Verteidigung dazu sagen. Und irgendwann saßen wir hier zusammen, also ich erzähle jetzt nicht die komplette Geschichte, sondern einfach nur, was dann passiert ist, saßen zusammen und hatten so kurze, also jetzt, ich rede nicht von unseren Penen, sondern von Getränken halt, ne, so Likör-Scheiße. Und, Kumpel von mir meinte dann, ja, ey, das Gewinde, ne, das passt doch genau in meine Nase. Ich kann mir das voll in die Nase schrauben. So, hat er sich dat, den kurzen geschnappt und sich das Ding in die Nase gedreht. Und betrunken, wie wir waren, fanden wir das witzig. Scheiße, komme ich jetzt hier nicht mehr raus. Sieht's aus. und meinte dann zu ihm, ja, jetzt machen wir den Kopf nach hinten. Ja, den Kopf nach hinten gemacht. Dann ist ihm die Suppe da reingelaufen. Was ich glaube echt nicht gesund ist. Also wirklich nicht. So aggressiven Alkohol auf die Nasenschleimhäute ist bestimmt nicht das Beste, was man machen kann. Jedenfalls rannte er dann raus und voll entsetzt. Und, ah, es brennt, es brennt. Natürlich brennt es. Was hat er erwartet? Wir waren betrunken und jung. Oh, guck mal, ich kann jetzt kann ich hier durch. Okay. Und ein anderer Kumpel hatte dann einen anderen kurzen in der Hand und meinte, hier, nimm den, der kann gehen. Das war so, ja, bestimmt kann der gehen, Alter. Was zum Teufel, da lachen wir aber heute noch drüber. Wir haben das Ganze auf Video.
Das ist so schön, ey. Das ist... Oder? Ich meine, früher hat man immer so Erinnerungsfotos gehabt, ne? Wir waren dann schon mittlerweile dann irgendwann so weit, dass wir immer eine Kamera laufen hatten. Das war noch vor Smartphone-Handy-Zeit, dass man da immer eine Kamera hatte. Aber ich habe halt früher mit dem Kumpel, mit einem anderen Kumpel sehr viel YouTube-Kram gemacht. Oder was ist YouTube? Wir haben es auch mal ein Video hochgeladen. Deswegen hatten wir eigentlich immer eine Kamera laufen. Und da sind dann auch solche Aufnahmen bei entstanden. Und das ist immer schön, wenn man dann... Besonders wenn man dabei halt so betrunken war wie wir damals, dass man sich kaum noch daran erinnern kann, was man eigentlich am Vortag gemacht hat. Dass man diese Videos sich angucken kann und immer noch die Erinnerungen dadurch hat, was man eigentlich für eine Scheiße gebaut hat. Deswegen, ich sag's ja immer wieder, Alkohol, lass die Finger davon. Nee, das sag ich gar nicht, ne? Sag ich eigentlich gar nicht. Nee, aber da muss man, also Alkohol, also mittlerweile bin ich, was das Trinken angeht, ja auch extrem zurückgegangen. Deswegen ich mal als langweilig bezeichnet werde, aber hey, damit kann ich leben. Naja. Jetzt habe ich die Zeit doch schön überbrückt mit irgendeiner komischen Geschichte. Da ist bestimmt die Bulldog drin. Naja, fast. Fast. Verzeihung. Oh Gott, oh Gott. Alter, wozu habe ich denn diesen krassen Schutzanzug, wenn das nicht mehr so viel bringt? Verbrennung. Plus 68%. Also Schutz jetzt. So, ich weiß nicht. Suche ich die Bulldog jetzt weiter? Oder nutze ich die Macht des Interwebs und schaue nach und wir holen sie uns in der nächsten Folge einfach? Weil so wahnsinnig viele Geschichten möchte ich euch gar nicht von mir früher erzählen. Oh, da ist sie, die Drugan! Da, Dragunov! Die heißt hier bestimmt ganz anders. Winter BC. Aber das ist sie, oder? Nee. Weiß ich nicht. Ist sie das? Weiß ich nicht. Ist das Dragunov? Ist das das Äquivalent dazu? Keine Ahnung. Aber das kommt dem schon sehr nah. Weil die Dragunov ist einfach mein Lieblingssniper. Seit Hitman 2 ist die Dragunov mein Lieblingssniper. Wahrscheinlich auch das, weil da das erste Mal ich dann mit dem Dicken in Videospielform in Berührung gekommen bin. Keine Ahnung. Ja, jetzt rennen wir hier durch die Baracken. Hier werden garantiert nirgendwo... Ich meine, gut, da lag jetzt ein Scharfschütze. Wieso sollte nicht hier irgendwo auch ein Granatwerfer rumliegen? Ich brauche hier nur einen. Hat er ja gesagt. Ich brauche nur einen. Fleischklumpen. Perfekt. Und du bist zu schwer. Ja. Wie mache ich denn das? Da muss ich ein bisschen was loswerden, wenn ich das Ding irgendwie... Sollte ich das Ding jemals finden. Ich bin auch versucht, nochmal ins Dorf zu rennen. Ich glaube zwar, dass ich das Ding damals verkauft habe, was ganz schön dumm wäre. Aber so bin ich. Wenn ihr bis hierhin alle Folgen gesehen habt und vielleicht schon darüber hinaus ein bisschen mehr von mir kennt, wisst ihr, dass ich so bin. Also jetzt nicht dumm, aber... Ne? Dumm ist der, der Dummes tut. Und wenn man es nicht besser weiß, ist man dann dumm? Eigentlich schon, ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Sagt man ja. Was zum... Ich konnte nicht springen. Holy smokes. Soll ich überhaupt hin? Da liegt ein ausgehöhlter Baumstamm. Und dann ist da next dran. Oh, hier kann man rauf. Perfekt. Wir, meine lieben Freunde, sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das motiviert sehr. Freut mich zu sehen, dass ihr da Spaß dran habt. An dem Quatsch, den ich hier mache. Weil mir macht es auch Spaß, ohne dass irgendwer zuschaut. Aber zu wissen, da schaut jemand zu, dann auch Spaß. Macht das Ganze noch viel spaßiger.
Mehr Spaß für die Welt. Spaß für die Welt. Bis zum nächsten Mal. Das mit Daniel und... Ciao!